Willkommen zurück zu Sonic Rush. Wir starten direkt mit einem Bosskampf. Diesmal kommst du nicht, Eggman. Hey, was gibt es da zu lachen, ne? Entschuldige, ich hätte nicht lachen sollen, aber du bist so gemein. Du sprichst mich nicht mit vollem Namen an. Was? Hast du den Verstand verloren, Eggman? Schon wieder. Aber letzten Endes wirst du vernichtet werden von Dr. Eggman Neger. Ja, es ist ein anderer als diesmal, beim letzten Mal. Dr. Eggman Neger. Das Neger steht wahrscheinlich für negativ. Was es mit ihm auf sich hat, das werden wir wohl an anderer Stelle erst herausfinden. So, der Bosskampf ist diesmal, ich würde nicht sagen schwieriger als der erste, aber wobei doch ein bisschen anspruchsvoller ist er schon. Also jetzt sitzt in diesem, wie soll ich das überhaupt nennen, Robo-Labras? Wobei, das kann man so nicht sagen. Ich würde eher sagen, es ist eine Fusion aus Labras und Yoshi. Das sieht für mich genauso aus. Das hat er mich schon zum zweiten Mal erwischt. Ich glaub's nicht. Eigentlich kann man der Attacke leicht ausweichen, indem man einfach den Spin-Dash macht, aber ich bin dazu offenbar gerade so blöd. Los, komm her. Nimm das. Scheiß Eggman Neger. Du hast auch nicht viel mehr drauf als dein Bruder? Kann man das so nennen? K, wie es zueinander steht, aber ich tue es einfach mal so, als wäre die Brüder. Auf jeden Fall hast du genauso wenig drauf wie er. Er hat im Prinzip auch nur drei Attacken drauf. Einmal halt diesen Stampfer, dann die ich schnappe bei einem großen Maul zu Attacke. Toller Name, oder? Und die letzte Attacke, die wird uns bestimmt bald zeigen. Ach, jetzt macht er nochmal den Trick. Na komm her. Hallo? Ich warte. Der lässt sich aber mal Zeit heute. So, ich glaube, jetzt setzt er erst die dritte Attacke ein, wenn er bei den letzten drei Leben ist. Genau, jetzt lässt er nämlich das ganze Wasser ab und schnappt zu. Wenn man halt schnell genug ist, dann kann man ihm noch einen Treffer verpassen. Was ich auch lustig finde, ist, bei dem Bosskampf scheint Sonic aus irgendeinem Grund einen unendlichen Luftspeicher zu haben. Weil dem geht nicht die Luft aus oder so. Bei Eggman Neger verstehe ich's, weil der sitzt ja da drin und hat wahrscheinlich seine eigene Luft zuvor, aber Sonic, eigentlich sollte er schon längst ersoffen sein. Weil, wie ihr wisst ja alle, er kann nicht schwimmen, weil der Sonic-Erfinder sich dachte, Igel können nicht schwimmen, aber Igel können schon schwimmen und es ist bei Sonic halt ein Running Gag, dass er der einzige Igel ist, der nicht schwimmen kann. So ist das. Und hier ist es natürlich nicht anders, nur Sonic ersäuft hier aus irgendeinem Grund nicht. Aber im Prinzip ist dieses Unterwasser-Sein auch nur ein weiterer Zusatz und bringt jetzt nichts Neues zum Bosskampf mit sich. Man ist halt langsamer und, ja, eigentlich macht es keinen Unterschied, wenn man es genau benimmt. Wir wollten halt irgendwas mit Wasser reintun, aber letzten Endes hat das Eggman Neger auch nicht geholfen, ne? Und er ist down, ne? Und er sagt genau das gleiche wie Eggman, ne? Ja, im Prinzip passiert genau das gleiche wie vorher auch, nur halt mit einem anderen Antagonisten, ne? Das war ein B-Wert. Vielleicht habe ich, weil ich mich ein paar Mal treffen lassen habe. Wer was? Sagt er, sein Name ist der Eggman Neger? Er sieht halt genauso aus wie Eggman. Naja, eigentlich nicht. Also, man kennt da schon ein paar Unterschiede. Er hat eine andere Jacke an, sein Bart ist grau und nicht orange. Oder rot. Vielleicht führt Eggman uns mit einer neuen Verkleidung an der Nase herum. Aber Eggman wird sich nicht ohne Grund ändern. Eggmans kleine Rede über ultimative Kraft lässt mir keine Ruhe. Sonic, komm mit zu meiner Werkstatt. Es gibt etwas, was ich mir ansehen will. Okay, gehen wir, Tails. Ach, ist die Werkstatt jetzt nicht mehr in den Mystic Ruins wie noch in Sonic Adventure. Na, hast du irgendwas Interessantes entdeckt, Tails? Ich glaub's nicht, Sonic! Es scheint, das stimmt mit dem Raum-Zeit-Continuum etwas nicht. Was? Eine Stelle im Raum-Zeit-Continuum ist aufgerissen und dehnt sich aus. Wenn es so weitergeht, wird die Struktur der Realität völlig verzerrt. Steckt Eggman dahinter? Ich weiß nicht. Es könnte etwas mit Eggman Neger zu tun haben. Ich mache mir Sorgen um das seltsame Mädchen, das du gesehen hast. Hä? Du? Du hast es gesehen, Sonic, und nicht mal sonst niemand. Wir müssen auf jeden Fall etwas unternehmen, Sonic. Okay, gehen wir, Tails. Was meint der mit du?
Er hat's doch gesehen und sonst niemand. Er hat's erzählt, halt später erzählt. Ja, aber im Prinzip ist er ihr das erste Mal begegnet. Egal, reden wir später drüber. Auf in die dritte Zone. Mirage Road. Eine Pyramiden-Stage. Wobei man kann sagen, Pyramide-Wüste. Wobei, nein, diesmal ist es eigentlich nur eine Pyramide und keine Wüste. Nicht so wie in beispielsweise Sonic Adventure 2, wo es ja ein paar Wüstenlevel gab. Wobei eigentlich nur das erste Level so richtig in der Wüste stattgefunden hat und der Rest war dann in der Pyramide drin, ne? Ach, und es kommt auch das dann noch dazu. Die sogenannten Enemy Rooms. Keine Ahnung, ob die wirklich so heißen, aber ich nenne es jetzt einfach nur so. Ja, ist glaube ich selbst erklärt, was man hier machen muss. Es tauchen Gegner auf und die müssen alle dran glauben. Sollte man glaube ich schnell drauf kommen. So. Ach, hier geht's lang. Ja, immer nach rechts. Wie in jedem Jump'n'Run. Von links nach rechts. Das war auch immer eine coole Idee. Im Jump'n'Run, das von rechts nach links gehen würde, wobei das ein bisschen komisch wäre. Scheiße, da brauche ich mehr Boost. Um da hochzukommen. Ja, ja, man darf nicht vergessen, in Sonic Rush ist alles auf Höchstgeschwindigkeit ausgelegt. Gut, das ist bei Sonic-Spielen eigentlich immer der Fall, aber hier in dem Spiel ganz besonders. Deswegen heißt das Spiel ja auch Sonic Rush. Könnte man schon mal alle drauf kommen. So, haben wir es dann mal. Ah, da ist schon der erste Emerald. Na dann her damit. Beziehungsweise die erste Emerald-Stelle. So, jetzt brauche ich mal wieder meine Maus. Um den Touchpen zu simulieren. Darf man ja nicht vergessen, ich spiele alles an einem Emulator. Weil einen normalen DS zu verbinden, wird ein bisschen schwierig bis gar unmöglich. Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt geht. Höchstens über den 3DS, aber da braucht man ja dieses spezielle Kabel, um es an die Capture Card anzuschließen. Und zum einen habe ich das nicht. Und zum anderen hat die Firma, die das hergestellt hat, auch vor kurzem die Produktion eingestellt. Also ist es jetzt nicht mehr so leicht, da ranzukommen. Nein, das war kein Kabel, man musste den 3DS umbauen lassen, damit er einen HDMI-Zugang hat. Und die Firma, die das macht, die existiert nicht mehr. Von daher kann man dann so einen 3DS eigentlich heutzutage nur noch über eBay ersteigern. Ne? Und das ist auch nicht gerade billig. Ich glaube, die verlangen da schon so über 200 Euro dafür. Also zumindest, wo ich mal geguckt habe, war das der Fall. Aber, ja, warum so, wenn man es auch über einen Emulator machen kann? Ne? Klar, es kann dann immer noch so ein paar Fehlern kommen, aber an sich geht das eigentlich ganz klar. Momentan ist ja auch schon ein 3DS-Emulator in Entwicklung, ne? Also wenn der mal gut ausgereift ist, dann könnte ich mir auch vorstellen, damit 3DS Let's Plays zu machen. Ne? Es gäbe schon ein paar Spiele, wo man das gut machen könnte. Ah ne, warte, das ist ja noch gar nicht vorbei. Wieso nehme ich meinen Xbox-Controller wieder in die Hand? Ist ja noch gar nicht vorbei. Es kommt ja noch was. Wir müssen noch 300 Ringe sammeln, um an den Emerald an sich zu kommen. Und das ist der goldene oder gelbe. Ich glaube, es ist ein gelber. Der passt aber super da rein, wegen, ja, Wüste, da ist das Land ja auch gelb, zumindest meistens. Von daher passt er ja super in die Wüste. Genauso wie der blaue in Water Palace reinpasst. Oh scheiße, das hat mich fast doch treffen lassen, ne? So, aber wir haben's. Wieder im First Try. Aber ich glaube, daran sollte ich mich nicht gewöhnen, weil ansonsten fliege ich bei den späteren hart auf die Fresse, weil die Special Stages werden natürlich genauso wie die Sounds auch immer schwieriger. Aber diesmal ging noch alles glatt. Und der dritte Emerald gehört uns. Jetzt fehlen nur noch vier, dann haben wir alle sieben. Können uns aber wahrscheinlich nicht in Super Sonic verwandeln, ne? Zumindest nicht jederzeit. Ich denke, das ist wirklich nur dem Finale vorenthalten, ne? Ups. Keine Ahnung, was da jetzt so schief gegangen ist, warum Sonic nicht gegrindet ist. Das ist gar kein Checkpoint? Wollt ihr mich verarschen? Ja gut, aber so weit war das jetzt auch wieder nicht. Das können wir ja nochmal alles neu spielen, ne? Das passt schon, ne? Dass sie ja ernsthaft keinen Checkpoint hinsetzen, aber na gut, dann gehe ich halt einfach mal einen anderen Weg. Das ist ja auch bei Sonic-Spielen immer das Interessante.
Es gibt meistens mehrere Wege. Oh, der Enemy Room ist diesmal auch ein anderer. Das ist schon seit dem ersten Sonic-Spiel eine Tatsache, dass es immer mehrere Wege gibt. Und gut, dass man diese Tradition beibehalten hat, weil ich mag sowas. Klar, viele sagen zwar immer, Sonic ist nicht darauf ausgelegt, dass es mehrere Wege gibt. Aber ich sage, warum denn nicht? Hat man mehr zu erkunden, ne? So. Und es gibt einen Anreiz, ein Level Emerald durchzuspielen. Ah, da oben wäre auch noch eins gewesen. Aber der Emerald bleibt natürlich gespeichert. Auch nach dem Tod. Das wäre noch schöner. Wenn der dann auch weg wäre. Da stirbt, dummer Magier. Zumindest sind das nicht die gleichen wie aus Sonic Heroes. Wobei, das hätte man hier jetzt schwer umsetzen können, weil... Bei Sonic Heroes war es das so, dass die Gegner mehr als einen Treffer einstecken konnten, ne? Gut, klar, das trifft auf die Egg Hammers immer noch zu, aber... Auf die normalen Egg Paws diesmal nicht. Jetzt kommt nochmal ein Egg Hammer. Ich glaube, die Magier haben auch einen Namen. Ich glaube, sie heißen irgendwie Egg Magician oder so. Macht ja auch Sinn, ne? Sind ja Magier. Ah, da geht's weiter. Aber hier können sie dafür ähnlich wie Kamek Zaubersprüche auf mich schleudern, ne? So. Sterbt alle, aber einfach wird man sowieso mit einem Boost los. So. Du, Kollege, gehst auch am besten sterben. So, jetzt frei auch. Und da kommt schon der dritte Kumpel. Der aber auch das sehr schnell zerstört wird. So. Oh, ernsthaft? Es kommt gleich der nächste? Also langsam übertreibt es ein bisschen, ne? Drei Enemy Rooms hintereinander. Hätte es auch nicht unbedingt sein müssen, ne? Aber gut. Was soll's. Im Welt ist das doch kein Weltuntergang, ne? Solange sie jetzt damit chillen. Ne? Ach so, jetzt kommt... Ach ja, ich erinnere mich an die Passage. Jetzt kommt ja so eine Floßpassage, die man sich beispielsweise aus New Super Mario Bros. Für den DS kennt. Ja gut, und später halt auch auf der Wii, aber das war glaube ich zu der Zeit noch nicht draußen, ne? Oder? Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, darauf keine Gewehr. Ich muss mir nochmal anschauen, wann Wollte ich gerade ernsthaft sagen, ich schon nach, wann Sonic 06 rausgekommen ist? Nein, das Spiel ist zum Glück besser als Sonic 06. Mein Sonic Rush rausgekommen ist. Ich hab das nämlich gerade schon wieder vergessen, ne? Und dann blende ich ein, ob New Super Mario Bros. Wieder schon draußen war, weil dann hätten sie die Idee auch da haben können, ne? Wobei in New Super Mario Bros. Wieder das Ganze schon ein bisschen anders funktioniert. Als hier. Ah, ja, stirb. Ah, da kommt schon wieder Felsen, ne? Da war es nämlich so, das Floß konnte nur ein bestimmtes Gewicht halten, ne? Wenn dazu beispielsweise so viele Gegner drauf waren, dann ist er stehen geblieben. Das ist hier aber nicht so. Es bewegt sich dauerhaft. Egal wie viele Gegner drauf sind. Und das ist doch schon das Ziel. Sehr schön, ne? Gut, wenn wir uns weiter so gut schlagen, dann können wir heute noch den Bosskampf dieser Zone machen, ne? Weil daran müsst ihr euch gewöhnen, dass jede Zone auch einen Bosskampf hat. Was auch irgendwo normal ist für Sonic Games. Schön, dass man auch daran hinten wieder dran gehalten hat. Ach ja, habe ich schon gesagt, dass es diesem Spiel auch einen Nachfolger gibt, der ebenfalls für den DS erschienen ist. Dieser nennt sich Sonic Rush Adventures. Oder Adventure. Spielt sich eigentlich vom normalen Gameplay genauso wie der erste Teil, aber hat noch eine andere Gameplay-Mechanik. Da gibt es nämlich bestimmte, ich sag mal, Vehikel, mit denen man übers Meer zieht, weil Sonic Rush Adventure hat ein Inselfeel, hat quasi eine Art Inselhopping und die Inseln sind die jeweiligen Zones und da kommt man dann immer mit dem Boot hin, ne? Als ich das erste Mal gespielt habe, fand ich die mega cool, vor allem für ein Sonic Game, aber mittlerweile frage ich mich, ob das für ein Let's Play überhaupt umsetzbar ist. Ich denke aber, das sollte glatt gehen. Ne? Ich habe nämlich auch vor, Sonic Rush Adventures direkt nach Sonic Rush zu spielen. Also wir machen da keine Pause oder so. Wir spielen das direkt
nach Sonic Rush. So wirklich direkt. Das nächste Sonic LP nach dem hier wird dann der Nachfolger Sonic Rush Adventure sein. Ne? Was auch passen würde, weil es auch storytechnisch gesehen der Nachfolger von diesem Spiel hier ist. Die Story ist aber bei beiden Spielen nicht die geilste, aber dennoch. Aber mit dem Boost kann man ja nicht ziemlich leicht besiegen. Ne? Genauso für die normalen halt. So, einfach mal durchwaschen und dann nochmal. Jetzt hat er noch so ein paar Invisible Frames und dann konnte ich ihn nicht erwischen. Ne? Was mich auch ein bisschen wundert, ist, dass man in dem Spiel bei einem Treffer auch wieder alle seine Ringe verliert. Das wurde, glaube ich, ab ab Sonic 3 wurde es so gemacht, dass man bei dem Treffer nicht gleich alle Ringe verliert. Vielleicht war es aber auch erst Sonic Adventure. Kann es auch sein, ne? Dass man bei einem Treffer nicht alle Ringe verliert, sondern nur die Hälfte. Komisch, warum man das jetzt hier wieder resettet hat. Also, ist es nicht so schlimm. Das macht das Spiel dann, im Gegenteil, das macht das Spiel dann schwieriger, aber wundern tut's mich schon irgendwie. Ich dachte, das hätte sich jetzt eingebrannt im Sonic-Universum. Egal, lassen wir das. Wir kommen ja trotzdem ganz gut voran und so schwer ist das Spiel nicht. Dass der schon zweimal in dem LP gestorben ist. Scheiße, war daneben. Ist das einfach wieder zurückgegangen? Ich glaub's nicht. Dann boosten wir das halt eben nochmal. Na, also geht doch. Keine Ahnung, was denn ein Ballon ist, aber es ist mir auch irgendwie egal. Also langsam übertreiben sie es auch ein bisschen mit den Enemy Rooms. Der muss jetzt nicht alle 5 Minuten kommen. Ich finde, es behindert das Gameplay auch so ein bisschen. Ne? Also keine Ahnung, was sie sich dabei gedacht haben. Ne? Also ich meine, es ist schnelle Gameplay, wo man überall durchgrast. Ich finde, das stört das irgendwie ein bisschen, wenn man dann in diesem Raum ist und man sich durch Gegner durchkämpfen muss. Ah, jetzt kommt nochmal das Floß, aber diesmal ist das anders. Ich werde gleich sehen, was ich meine. Also am Anfang ist doch alles so wie vorher, aber jetzt sind wir auf dem Wasser unterwegs und das ist alles so ein bisschen 3D-mäßig, kann man so sagen. Also man kann sich jetzt auch nach hinten und vorne bewegen. Aber das Gameplay ist immer noch das gleiche, also alle Gegner töten und Felsen ausweichen. Ne? Also die Gegner kann man natürlich auch am Leben lassen, aber macht nicht wirklich Sinn, wenn man das macht. Ah, kommt runter. Ah ja, ich sehe, was der Unterschied zwischen den Gegnern und den Felsen ist. Ich habe jetzt eigentlich gedacht, wo soll man wissen, was das ein Felsen ist und was ein Gegner. Die Felsen, die werden auf dem Touchscreen schon, auf dem Topscreen schon angezeigt und die Gegner, von denen sieht man am Anfang nur den Schatten. Ne? War's das? Oh ne, kommen noch Felsen runter, dann drei auf einmal. Wie die einfach in der Luft schweben, ne? Werden die von Psychokinese da hingebracht? Ist hier irgendwo ein Simsaler, was Psychokinese einsetzt und die Felsen dann da oben schweben lässt? Kommt nämlich irgendwie so vor. Oder vielleicht ist es auch Silver. Genau, vielleicht ist es Silver, der hier sich irgendwo in der Pyramide versteckt und Felsen auf Sonic wirft. Warum auch immer er das machen sollte. Eigentlich kennt er ja Sonic gar nicht mehr. Aber das ist eine andere Geschichte. Außerdem haben wir sowieso keine Zeit dafür, weil jetzt kommt der Boss. Von Mirage Road. So. Der Boss kann nervig sein, muss man so. Es ist ein riesiger Skarabäus-Käfer. Und der Bosskampf besteht im Prinzip daraus, dass man wartet, bis der da seine Kugel wirft. Oder seinen Ball besser gesagt. Und der Ball zieht manchmal die Stacheln ein und manchmal auch nicht. Und unsere Aufgabe ist es, ihn dann zu treffen, wenn er den Stachel einzieht, weil dann können wir ihn auf Eggman Neger zurückwerfen, ne? Aua. Hat ja gut geklappt. Allerdings geht es nur, wenn er uns den Rücken zugekehrt hat. Also. Weil sonst Cockpit ist diesmal am Rücken, ne? Und das ist logischerweise auch seine Schwachstelle. Also so, warten bis er uns den Rücken zeigt und dann kriegt er aufs Maul. Warten, na komm, wirf deine dämliche Stachelkugel. Komm jetzt! Oh boy, das war zu früh.
Der hat sie nämlich wieder aufgefangen. So. Jetzt hat er sich umgedreht und kriegt eine Reine. Sehr schöne. Aber nach Yoshi's Crafted World muss ich mich wieder daran gewöhnen, dass die Bosse nicht mit 3 Treffern down sind. Sondern der hier tankt 8 Hits. Wie die meisten Sonic-Bosse. 8 Treffer. Ist irgendwie so eine Art Zauberwort in der Sonic-Reihe, dass die Bosse immer die gleiche Anzahl von Treffern einstecken können. Jetzt macht er was anderes. Jetzt fliegt er nämlich hoch und wirft die Stachelkugeln direkt auf mich. Und vor allem, der berechnet auch immer vor, wo ich hinlaufe. Also der ist nicht dumm. Jetzt muss ich so dumm wie die anderen Bosse. So. Na los, worauf wartest du? Ach scheiße. Jetzt hat er die Stacheln schon wieder ausgefahren. Ne? Der Bosskampf ist auch viel kreativer als die anderen zwei. Bei den anderen zwei war es einfach nur, oh, du musst halt auf das Cockpit springen, wenn er es dir anbietet. Aber diesmal musst du schon ein bisschen nachdenken, ja? Das gefällt mir. Auch wenn der Bosskampf dadurch leider manchmal ein bisschen nervig sein kann. Ne? Der geht schon ganz klar. Und er ist auch nicht so schwer. Aber schau mal, was für ein Schatz er da in der Mitte gehortet hat. Davon würde ich mir gern ein bisschen was mitnehmen. So, jetzt. Out. Nein, zu spät. Ah, jetzt macht er wieder das. Ah, wobei, diesmal berechnet er das aus irgendeinem Grund nicht vor, sondern wirft es direkt auf mich. Muss ich nicht verstehen, oder? Na los. Bringen wir es endlich zu Ende, Eggman-Neger. Ich habe auch nicht ewig Zeit. Ich kämpfe jetzt schon 3 Minuten lange. Oh, Moment, warten. Jetzt! So. Ach so, stimmt, jetzt springt er noch einmal drüber. Also, er täuscht quasi einmal an. Ne? So, Zeit fürs letzte Leben. Gib eigentlich auf, Eggman-Neger. Du kannst mich sowieso nicht besiegen, siehst du doch. Ich meine, ich habe sowieso noch 7 Leben, also von daher. So, jetzt. Spring doch nochmal drüber. Ja, tut er. Und dann war's das diesmal wirklich. Von dem Schatzkriegen wollen wir nichts, oder? Nö, offenbar nicht. Die Cutscene überspringe ich jetzt einfach mal, weil es ist immer dasselbe im Prinzip. Irgendwie war das nur ein B-Rang. Bloß weil er mich einmal getroffen hat. Verflixt, so können wir nicht gegen Eggman kämpfen, ne? Wir müssen herausfinden, wo die Ursache dieses Problems liegt. Sonic, wir brauchen mehr Informationen. Gute Idee. Mal sehen, was wir herausfinden können. Ja, deswegen gehen wir jetzt zu Cream, weil das ist ihr Haus. Das muss Creams Haus sein. Jemand zu Hause? Oh, das ist aber eine schöne Überraschung. Hallo, Tails. Falls du Creams suchst, hast du sie gerade verpasst. Oh, so ein Pech. Ich frag mich, wo sie hin wollte. Sie ist mit einer neuen Freundin unterwegs. Ich weiß nicht mehr, wie sie hieß, aber sie war lila angezogen. Das muss sie sein. Weißt du zufällig, wo genau sie hin wollte? Mal überlegen. Ich glaube, sie wollte in die Stadt. Dankeschön. Kommt er jetzt. Okay. Meine Güte, Creams Freunde sind immer so in Eile. Ja, das war jetzt gerade die Mutter von Cream. Deren Namen ich leider gerade vergessen habe. Ich hoffe, der wird später noch gesagt. Na egal, wir gehen jetzt das nächste Mal in die Night Carnival Zone. Ja, überhaupt, erinnert mich überhaupt nicht an Carnival Night. Nur halt umgedreht. Und suchen dort nach Cream und Blaze, Fragezeichen. Daumen hoch, wenn es euch gefallen hat und wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dann. Und ciao. Tag Leute, willkommen in der Endcard. Hier gibt es eigentlich nichts mehr zu sehen, aber schön, dass ihr trotzdem vorbeigeschaut habt. Links findet ihr das neueste Video, was ich hochgeladen habe. Und rechts findet ihr ein Video, was euch random vorgeschlagen wird. Ach ja, abonnieren könnt ihr mich auch von hier aus, wenn ihr wollt. Na dann, das soll es von heute gewesen sein. Bis zum nächsten Mal und ciao.